Knock, knock. Klopf an. Apartment. 14:06 Uhr. Wenn wir die Tür öffnen, Leute. Zu diesem wunderschönen, gruseligen Apartment. Herzlich willkommen zu Halloween. Dann erwartet uns das volle Grauen. Was das ist, das seht ihr dort in dem kleinen Bildschirm. Und blond und blink, blink. Ja, gute Glocke da. Ist am Schlüssel. Heute mal als MC. MC, ja, Back from the 80s, Boys. Back from the 80s direkt, ja. Quasi Terminator der 80s. Also ist ja Terminator der 80s. Ich habe mich heute mal extra für Halloween ein bisschen schick gemacht und jetzt als Lockenkalle. Bei Game 2 würden sie sagen, Eduard Laser. Was will mich da schocken? Ne? Ich Eduard Laser, Lockenkalle. Zu cool. Da ist er. Genau. Wir spielen heute Apartment, ja, 14:06 Uhr. So, komisches Menü musst du machen mit der Maus und dann musst du auch mit Controller spielen. Das geht nämlich nicht. Das geht nicht hier mit Tastatur. Aktuelle Gegenstände schnell abzuwerten. Das ist ja auch tatsächlich mal auf Deutsch. Der Boy feiert's, ja. Kalle Kuschinski. Ist doch, das darf ich nicht sagen, kriegt Acker. Also die Klamotte ist auch geil, ne? Also er hat auch voll alles aus der 80s. Die Haare haben mich weg, wirklich. Ich gleich vergessen zu drücken. Es gibt meinen Controller nicht mehr, okay. Jetzt darf ich doch mit Bausch-Tastatur spielen? Oh, nice. Dann ist es so. Ja. Hab heute extra mal einen Fashion-Schnitt draufgesetzt. Nee, jetzt geht's nicht mehr, okay. Jetzt muss ich doch wieder mit Controller. Was ist denn du jetzt? Achso, scheiße, guck mal. Ich glaube, das ist nicht von Anfang an. Mist, warte mal. Kann ich nochmal. Neue Technik, die bringt's halt einfach, nee. Das ist alles. Nee. Alles scheiße. Der 80s war besser, ja. Happy Halloween im Übrigen. Happy Halloween, genau. Wir müssen nochmal ins Hauptmenü gehen, Leute. Vergessen. Los geht's. Disco. Leute. Disco gerade. Ja. Das war kein 80s Grave, aber. Geht auch. Ich kann gar nicht aufs Spiel gucken, ich muss mal ständig die Kamera gucken. Ich glaube nicht, Discord aufnehmen, weil ich den ein bisschen beobachten kann, Freunde, sehen, was mein Kollege so macht. Ich spiele übrigens bei einer Horde-Diener und ja, das Klunge Drache. Und in meinem Fall geschah es zusammen mit einem Anruf von Professor Gabriel Blackwood. Pass auf, was du dir wünschst. Mit deinen Wünschen. Ja, sei lieber vorsichtig. Sehr laut auf jeden Fall, aber wir hoffen, das passt. Das weiß ich nicht, schon nix. Leider. Ist aber sehr blöd in so einem Spiel, weil. Aber warum? Ja, ist halt blöd. Ich weiß es nicht. Ist halt keine 80s-Technik. Ich hoffe, der Aufzug. Wir hoffen mal, der Aufzug funktioniert, ja. Da bin ich mal gespannt, ja. Oh, nein. Oh, Brot. Sieht ja auch nicht so aus, glaube ich. Oh, voilà. Falsche gedrückt. Das ist so geil. Was soll ich mir daraus nehmen, ne? Rollstuhl kann ich gleich. Okay. Was soll mich schocken? Keine Wenn ich mit dem Ding aufpackst, dann feier ich's. Drücken Sie Button East, um zu ducken. Das ist 80s. East Coast. West East Coast. East Coast Button. Oh, der Alter, hab ich am Stuhl eine Fresse gekriegt gleich. Tja, das war damals auf die Konzerte normal. Da gab's immer schön mit dem Stuhl in die Fresse. Also, ich habe natürlich keinen Stuhl in die Fresse gekriegt. Ich war der ausgeteilt hat. Klar. Nein, der Bock. Klar. Der Bock, Geist. So, da könnt ihr noch drehen aus. Was kann ich jetzt mit dem blöden Stuhl machen? Den nicht. Ja, ich hau da einfach gegen die Wand. Setzen. So wie früher. Setzen könnte sein, ja. Ich habe irgendwas gegriffen, keine Ahnung. Ah ja, guck mal, Fragezeichen. Riddler. Oder ein Haken. Hätte auch ein Fleischerhaken sein. Genau, ein Fleischerhaken sein. Was soll ich denn greifen? Ich sehe gar nichts. Jetzt habe ich, glaube ich. Der lange Türschlüssel. Und kurz neben mir halt gar nicht erst auf, damit fangen wir gar nicht erst an. Nee, wir machen gleich die langen Sachen. Ob das geht, dass hier jemand steht? Oder? Moin. Okay. Jetzt haben wir den Schlüssel. Ja, so kann ich es vielleicht drehen, ja. Okay, das wollte ich noch. Kommen wir mal. Aha. Okay, also da. Ja, okay. In dem Haken ist der Schlüssel, das war der Hinweis dafür. Das haben wir ja jetzt gemacht.
Judy, Judy, was ist denn das für eine Scheiße? Muss ich auch nicht hoch, oder? Nee, natürlich nicht, Gott sei Dank. Schön auf dem Dachboden. Okay, ich hab's denn. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Noch ein Schlüssel. Okay. Aber wo soll ich damit hin? Hier rechts weg. Gibt's bestimmt eine Schnur hier zum Licht anmachen. Ja, das ist noch oldschool, das durfte ja gefallen. Ja. Mit dem neuen Scheiß kann ich nichts anfangen, außer natürlich der Cybertechnik, da bin ich dabei. Das ist klar. Das feierst du überhaupt ab, ne? Ruhig im Treppenhaus. Ich habe auch noch nichts von Nachtruhe gehört. Nee, die definitiv nicht, ne. Okay, ah ja, guck mal. Aber ist mit dem nicht richtig. Das passt aber nicht ganz, der Schatten zur Lampe. Muss ich jetzt echt wieder runtergehen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, da war ich selber, da war ich erschrocken von mir selbst, krass. So, wir müssen ein bisschen crouchen wieder. Papa. Ich hätte mich nicht geduckt, ich hätte das Regal einfach zur Seite gehoben. Aber. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, du wärst eh nicht durchgekommen, du wärst mit deinen Horn hängen geblieben. Ja. Ja. Die volle Mähne. Ja, guck mal, ein bisschen Mauer. Und ein bisschen Scheiße. Okay. Hm. Auch das passt zu den 80ern. Ja. Ah. Verstanden. Ursel! Hast du den Stuhl hingestellt in den Aufzug? Das Treppenhaus hat frei zu bleiben, habe ich gesagt. So eine Scheiße. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, die stellen einfach alles immer in das Treppenhaus. Furchtbar, die Leute, wirklich. Lern's nie. Die lernen's nicht lernen. Ursel, geh mal zur Bude, hol mal ein paar Pilsener. Und ich dachte, kippen. Ich muss hier. Na komm. Alles, der Ursel, ne? Der Gute. Sommer schon gut. Na, ja, auf was warst du denn? Soll mal ein Bier mitbringen? Übel, ey. Das geht gar nicht. Ja, das sind so die 80s. Die 80-Frauen. So schön, ich steck schon im ersten Rätsel fest, Leute. Ich glaub's nicht. Wo muss ich einfach fickten Schlüssel hinpacken? Ich habe gar nicht so viele Optionen. Muss ich doch hier hoch vielleicht. Was steht denn beim Schlüssel? Ja, schalte Strom in dem Raum, Stromkasten draußen. Schalte den. Was? Ja, das ist Stromkastenschlüssel. Draußen aber. Draußen wäre ja hier. Ja, das ist ja drin, oder? Ja, aber draußen. Ja. Naja, naja. Schalte den Strom in dem Raum. Im Stromkasten draußen wieder ein. Was ist das für Deutsch? Im okay, das will ich jetzt auch nicht. Schalte. Den Strom. Haben wir irgendwo einen, Stromkasten gesehen? Ich weiß es nicht. Ursel! Nee, nee. Ach ja, die habe ich ja Kippen holen geschickt. Ach, Scheiße. Die ist nicht da. Ach, wenn man die mal braucht, das ist na, nur ein Kreuz, du. Ich muss mir erstmal die Haare machen. Ja, pass auf. Da ist er doch, der Stromkasten. Hat ja auch instant aufgehangen im Spiel. Auf ihr Hang. Geil. Ja. Ja. So eine Scheiße, ja. Jetzt, Leute, weiß ich auch, wofür ich den Stuhl brauche. Warte mal, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Und manchmal geht das, wenn man wartet. Wir warten mal. Entschuldigung, das war laut. Ja, dann müsst ihr jetzt leider euch mal den. Den Dings angucken, den Desktop. Gucken wir mal, ob das Spiel geht. Wenn nicht, bekommt der Entwickler von mir einen geharnischten Brief. Also es steht fest. Und wenn es gar nicht geht, dann komme ich persönlich vorbei. Und das wollt ihr nicht. Dann bringt mal Bier mit. Das Gute ist, auch, kann er weitermachen gleich. Ja. Ich glaube, du brauchst den Stuhl, den musst du hinstellen. Und dann wäre ich zu dem Stromkasten hochgekommen. Ich glaube, das Spiel wollte nicht, dass ich hochspringe. Fand es nicht so geil. Kreatives Denken ist ja nicht gefunden. Aber welcher Mensch steigt auf den Stuhl für den Stromkasten? Ja, wenn du nicht hochkommst.
Was ist noch aus der Männerwelt geworden? Naja. Versuchen wir es nochmal. Habe ich den Schlüssel noch? Nein. Ja, hier ist der Sport, der letzte Checkpoint, okay. So, den haben wir jetzt. Achso, dann nimmt den Teppich auch auf. Okay. Du musst erst den Teppich wegnehmen und dann den Schlüssel zu kriegen. Okay, alles klar. Alright. Nehme ich. Ja. Danke. Ne, nehme ich. Habe ich nicht, ja. So, jetzt haben wir den. Jetzt könnte ich den da aus dem Stromkasten. Vielleicht geht's auch von unten, mal sehen. Voilà. Nicht überspringen, nicht überspringen. Wo ist denn jetzt X hier? Ich drück doch X. Jetzt. Meine Fresse. Jetzt? Da steht on off. Soll ich da mal drauf drücken? Ja. Soll ich mal drauf drücken oder was? Mensch, wer baut einen Stromkasten in die Höhe? Da muss auch völlig Hausmeister Krause wieder. Wir haben es nicht 10-mal gesagt. Brauche ich den Stuhl? Kann wirklich sein mit dem Stuhl. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ja, wo ist der Stuhl? Na, der Handwerker, da kriegt er auch von mir zu hören. Das steht wohl fest. Wo ist der Stuhl? Wenn man nicht alles selber macht. Ja, da bist du ein bisschen verloren. Ja, muss der Stuhl ja schon da gewesen sein. Ein Bug, meine lieben Freunde. Wir müssen das ganze Spiel neu anfangen, weil kein Stuhl da ist. Was ist das wieder für eine Scheiße? Was hätte ich das wissen sollen? Du Dreck. Ich hab den da vorne ja geschmissen. Nach dem Laden ist er weg. Ich kann jetzt aber auch. Komm auch nicht mehr hoch. Also nicht hoch genug. Komm. Jetzt war's fast. Jawohl, da hast du es. Ja, verwenden. Nee, du hast gemacht, Ziel aktualisiert, stand da. Ah, okay, das ist ein bisschen crazy. Also ohne Ton auch, ist auch ein bisschen scheiße. Okay, haben wir es noch geschafft ohne Stuhl, schön. Finde das Buch in dem geheimen Raum. Mit dem, keine Ahnung. Das ist bestimmt mein Jahrbuch von damals, von der Highschool. Wenn das so geheim... Alter. Okay. Wollte ich schon mal wegnehmen, das Messer ist glaube ich gar nicht gut für dich, ne? Spinner. Ey, die haben sie nicht alle hier. Ach du. Okay. Die haben offensichtlich alle Messer. Sie haben die Apfel. Sehr gut. Mag die übersetzen jetzt schon. Ey. Ey, auf Kamel, du. Hier liegt schon ein bisschen länger neben die Karte. Zeig nochmal die Dame. An dich. Du. Ich. Die Strohlaune der Böse und das wartet auf dich. Disco. Da viel Spaß. Weiß Bescheid. Disco. Meinst du, gibst du mal einen aus? Lädst du ein oder was? Ich brauch nicht einladen. Ich sage einfach du, ich, Disco. Das reicht. Okay. Du und ich, Disco. Ja, ist nämlich der Halloween, muss ja auch ein bisschen verkleiden, aber ne? Ja, ist ja nicht verkleidet, aber ich. Aber sieht's ja nicht. Ja, okay, also, die sitzen jetzt hier überall rum wahrscheinlich. Ich nehme nur einen Schlüssel, alles klar, ne? Gut. Können wir ein bisschen Fernsehen machen, das ist nicht so langweilig. Ja, Trottel. Was haben wir hier jetzt noch? Kombiniere den Kelch mit dem Kopf. Okay, ein Kelch. Who the fuck is this? Ich hab keine Ahnung. Das war auf jeden Fall... Bah. Okay. Erschreckend? Nö, das, ich höre nichts. Damit erschrickt es mich auch nicht. Aber. Das nervt übel, dass du nichts hörst. Ja, finde ich ein bisschen schade, weil das hättest du jetzt, glaube ich, gebraucht. Aber, du hast doch Discord und Parsec. Ich habe beide drauf und es geht aber nicht. Das, wo du vorhin, wir haben nämlich noch zwei andere Aufnahmen gemacht, da gab es ein bisschen stimmlich eine Verzerrung. Und seitdem habe ich keinen Ton mehr. Ach, das kann natürlich daran liegen, ja. Das stimmt. Richtig. Du musst mal umstellen, aber ich habe jetzt... Ja, Scheiß-Technik. Scheiß-Technik, Digga. Guck mal, er hat sich was geändert. Das sah vorher nicht so aus. Und wird irgendwie immer bizarrer, ja, die ganze Zeit. Hat der Hausmeister wieder nicht informiert, dass sie umbauen, ne? Nee. Naja, so sind sie. Und dann aber den Mieter erhöhen. Ich wollte es gerade sagen, ich bezahle nicht mehr wieder. Könnte mich auch mal schlecken, ne?
Nix da, Freund. Wurde noch nicht gesorgt, brich ab. Naja, ist jetzt nicht, jo. Scheint irgendwas komisch zu sein, aber... Hinter der Tür war es aber gerade laut, du. Da hat aber jemand geschrien. Keine Ahnung. Wir haben schon mal den Kelchschirm kombinieren müssen. Eine Axt. Eine Rossi. Oh. Ey! Mach dich aus meiner Bude! Gib ihn eine von mir, gib ihn! Hallo. Du sollst doch nicht in die Hose machen, du sollst ihn geben! Hab ich auf dem Kreuz. Ran an die Mutti! Zu sterben. Kaputt, du Mistvieh. Na gut. Macht doch gar nichts! Klatt. Kann ich jetzt hier rüber machen? Nee, okay. Ja, dann machen wir den Kelch draufstellen. Stell mal den Kelch drauf. Bin uns so sicher, dass es auch nicht so geil ist. Boah, Alter, der Schatten ist furchtbar manchmal. Okay. Das Menü ist auch unglaublich schwer. Verschieben kann ich nicht. Hm. Bin ich jetzt zu blöd, oder? Jetzt ist schon nichts, stimmt schon. Aber ja, ich muss 100% den Kelch ausrüsten, aber ich sehe ja hier jetzt, okay. Ach, irgendwas scheint hier zu fehlen, ne? Okay. Hey, was soll da noch fehlen? Na, entweder der Sockel und das ist wieder ein Übersetzungsfehler. Na, wahrscheinlich. Ist das der Sockel, der fehlt? Depp. Wozu habe ich eine Axt, wenn ich nicht mal eine Tür einkloppen kann? Ja, das ist halt ein Schwächling. Das ist richtig. Ich bräuchte keine Axt. Aber. Ja, du wirst einfach durchlaufen. Naja. Warum guckt die hier hin? Gen Westen. Ja. Es bläst ein kalter Wind. Habe ich schon gelesen. Fenster sind kaputt hier gegangen. Hier kann ich nichts aufheben. Da war ich schon. Da muss ich den Kelch draufsetzen. Was muss ich machen? Ja. Was muss ich machen? Ich wette nicht. Ja. Probier mal mit der Axt hier irgendwie. Ja. Ich mach mit der Axt ja mal los. Jetzt ja mal kaputt die Scheiße. Du kotzt mich hier alles an. Achso, der Dachboden ist jetzt quasi gesperrt. Okay. Es kann ja aber eigentlich nicht sein, dass ich jetzt wieder runter muss, ja, Käse. Naja, gut, musstest du vorher schon, ne? Du weißt ja, solche Spiele ist immer manchmal dieses Lauf hin und her und dann wird was getriggert und... Ja, das ist gerade geklaut. Kann ich hier nicht, Leute, kann ich hier nicht. Weg abgeschnitten. Was ist, muss ich immer noch das Buch finden? Vielleicht ist auch wirklich mit dem Kelch einfach wieder ein Tastenproblem oder keine Ahnung. Ich schätze nicht abwegig, aber. Das kann ja gut sein. Der rote Punkt, das jetzt leider ist ja, aber. Nach wie das. Mit Tastatur geht gar nicht. Nee. Nee, du! So. Verschieben? Ach so, okay, das ist im Inventar verschieben, okay. Ja. Ach, in dem geheimen Raum, kann es sein, dass du die Axt für ein Bücherregal, weil finde das Buch in dem geheimen Raum mit dem Bücherregal, brauchst du vielleicht die Axt, um ein Bücherregal klein zu machen? Ja, nee, ich glaube, dass der geheime Raum einfach ist, wenn ich diesen Schalter aktiviere. Wenn ich das da draufstelle, dann geht der Raum an. Möglich. So. Wenn da fehlt mir noch irgendwas. Steht zumindest dort. Ah. Ja, gut. Da.
Kleiner Schlüssel, da geht's wieder los. Ja, jetzt glaube ich wieder, ja. Okay, das ist zu. War, ja, gut, okay, das war ja. Muss ich das jetzt ein? Das finde ich extrem schwer. Schlüssel zur Toilette. Die wird wohl kaum im. Die wird wohl keinem so ein Schränkchen sein, wa? Ich glaub's nicht mehr. Maximal ein Katzenklo. Müsste ja dann hier sein. Genau. Auf den Logos würden immer eh gehen. Nee, ich auch nicht. Oh ja, cool. Roter Knopf aufgehoben. Bäh. Boah, okay. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Alter, jetzt hab ich mich selber. Das wäre jetzt nicht mein Raum, du, mit die Spinnen. Hey. Geh mal lieber raus. Michael Myers. Sieht echt aus wie Michael Myers. Aber ohne Axt. Habe ich gefunden. Danke für deine Hilfe. Super nett von dir. Moinsen. Ja, kombiniere Kelch mit Knopf. Okay. Dann machen wir das. So. Jetzt aber. Meine Fresse. Musst du vielleicht ja, nochmal drücken? Na. Muss ich jetzt noch alles suchen? Das ist ja eigentlich. Der Knopf ist ja drin, den sehe ich ja. Mhm. Alter, das ist nicht für mich. Dieses Gekrüppel mit dem scheiß Controller, das geht mir gerade tierisch am Piss. Kann ich nicht ab. Alter. Okay, jetzt habe ich es gedrückt. Ja, das sind deine Freunde. Ihr wisst aber schon, dass ich jetzt eine Axt habe, ne? Okay, die haben wieder ein Messer. Vollversion haben wir hier. Demo. 14.6. Crazy. Crazy Game. Komisch, verrückt. Vielleicht gut gesoundet. Keine Ahnung. Ich habe nichts gehört, leider wieder. Aber ansonsten, ganz nettes Spiel. Aber die Steuerung ist ohne. Für mich, ohne Maus und Tastatur, extrem schwer. Weil präzise mit dem Joystick was treffen ist, ja, das kann der Klunker, aber das kann ich nicht. Ja, ich fand's gut, aber ich grusel mich halt nicht. Also. Ja, das Problem, er gruselt sich immer nicht. Außerdem kann er mit allem umgehen: Controller, Tastatur, Discos, Frauen. Das ist halt, ja. Aber es war ganz gut, die Soundeffekte waren gut. Aber Bug war scheiße. Aber ansonsten war es okay. Okay. Aber ja, Leute, wenn es euch auch gefallen hat, lasst mal eine Halloween-Wertung da. Vielleicht mal ein paar Kürbisse nach oben am besten. Ansonsten schenkt dir mal ein bisschen Haarspray, das sieht aus wie so ein Hippie. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Kowski.